Ups, da werfe ich mal wieder eine kleine Granate. Es ist doch schön, so viele Granaten zu haben. Oh. Ich habe so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Hi. Komm schon, hol dir deine Waffen bei mir. Kleine oder große, ich hab sie alle. Ach ja? Klar, ich schau mal, was du hast. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Nur für dich. Ist hier auch so teuer. Guck mal, hier wenigstens ordentlich Munition. Auf gut Glück knarre. Guck mal, die hat sogar Fusionskern. Oh, 500. Was zur Hölle? Oh, die hat auf jeden Fall richtig was dabei. Für Raketen. Schrotmunition, Schrotpatrone. Wie viel wert? 8. Guck mal, für 14 zahle ich hier nur auch 112. Nee, nee. Das möchte ich nicht. X. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Was? Hi. Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. So, was haben wir denn hier für eine Aufgabe gerade? Da ganz oben. Guck mal, da war ich ja schon. Da dürfte doch jetzt eigentlich keiner sein, oder? Ist er denn? Ach, das war der Scheiß. Ach. Ja, toll, da komme ich nicht hin. Ah, doch, ich kann doch jetzt hier Level up. Und zwar Schlösser knacken. Geschafft. Schon geschafft. Guck mal, war doch gar nicht so schlecht hier. So. Kann ich da nicht hinreisen? Wow. Nahkampfangriffe können Gegner zurückwerfen und so ihren Angriff unterbrechen. Was ist das für ein Ding? Das benutzt man aber wohl nicht für Nahkampfangriffe. Sieht ein bisschen schwer aus. Hallo, ihr kleinen Ghule. Wollt ihr eigentlich ganz woanders hin? Scheiße. Hast du die Technologie gefunden? Ja. Gut gemacht. Hoffentlich hattest du keine Probleme. Hier ist deine Bezahlung. Geht doch nichts über eine erfolgreiche Mission. Ich glaube, Dance wollte mit dir sprechen.
Wenn du wiederkommst, habe ich eine weitere Mission für dich. Willkommen zurück. Wo ist er denn hier? Mit dem hatte ich doch auch was zu tun. Wen haben wir denn da? Das Gebiet ist sauber? Bestätigt. Beeindruckend. Beweise dich, dann vertraue ich dir vielleicht. Hier, nimm das. Wenn's dir nicht gefällt, Pech gehabt. Da draußen gibt es noch eine Menge Gegenden, die gesäubert werden müssen. Wenn du bereit für eine weitere Operation bist, weißt du, wo du mich findest. Ich bin bereit. Verstanden. Einzelheiten auf deiner Karte. Meld dich, wenn das Gebiet sauber ist. Gut, da bist du wieder. Heißt das, du bist bereit, weitere Technologie zu finden? Sind das jetzt so wiederholende Aufträge? Bestätige. Gut, hier ist der Ort. Und jetzt los. Paladin Dance. Ich hätte da eine Mission für dich, wenn du bereit bist. Bereit. Wunderbar. Im Laufe der Jahre hat die Bruderschaft einige Erkundungsteams in das Commonwealth entsandt. Das letzte Team ist vor 3 Jahren aufgebrochen. Man hörte nie wieder von ihnen. Offiziell gelten sie als vermisst. Wahrscheinlich sind sie tot. Tut mir leid. Das muss es nicht. Jeder, der sich für Erkundungsmissionen meldet, weiß, womit er zu rechnen hat. Unser Leben hängt von unserer Ausbildung und von unseren Teamkollegen ab. Und wenn wir scheitern, wird die Bruderschaft unserer in Ehre gedenken. Es obliegt uns, wenn möglich, herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Gut, ich kümmere mich darum. Ihr Einstiegspunkt war in den Hügeln bei Morgan. Durchkämme den Bereich und lege ein Suchmuster fest. Achte auf Notsignale über Funk. Alle Erkundungsteams sind mit Notrufsendern ausgestattet, die in einem kleinen Radius Positionssignale senden. Wenn du ein Signal empfängst, solltest du den Ursprung finden können. Okay. 3 fette Aufträge. So, wo ist das? Da oben. Ich könnte auch mal zu dieser Burg gehen, glaube ich, so langsam. Schluss drauf, so eine Burg kaputt machen. Kann ich den nicht von hier aus direkt auf J drücken? Quartiermeister, die Reinigung des Commonwealth. Weg, weg. Wo ist das diesmal? Das ist die Bedford Station. Da war ich da schon. Und ich soll... Ach, hier. War ja auch noch nicht. Aber ich gehe jetzt dahin. Komme ich da noch näher ran? Ein wenig. Mr. Gutsy wurde von General Atomics International als Gefechtsalternative zum Hausroboter Mr. Handy entwickelt. Wenn du eine neue Quest erhältst, wird diese erst aktiviert, wenn keine anderen mehr aktiv sind. In der Questübersicht deines Pip-Boys siehst du, welche Quest du siehst. So. Klasse. Haben wir hier gefunden, Raketenwerfer. Wie viel Pack habe ich denn eigentlich? Oh, schon viel mittlerweile auch wieder. Psst. Lauf! Stadt, ey, das gefällt mir ja gar nicht. Was ist da oben?
ist ein Supermutant, ne? Wo einer ist, sind bestimmt auch noch mehr. Sondern speichern. Das Malpinsel mitnehmen. Vorsicht! Da ist nichts mehr. Da, nichts gewesen. Sein. Kann mich doch nicht hören. Was? Ich höre was. Als ob der mich hört. Für eine Truppe. Sieht harmlos aus. Willkommen. Hallo. Ich hoffe, du entscheidest dich, eine der Säulen der Gemeinschaft zu werden. Für eine Gemeinschaft. Hallo, Nächster. Ich hoffe, du entscheidest dich, dein Leben zu Wir ändern. Wir suchen immer Willst nach... Willst du was über unsere Bewegung erfahren? Klar, warum nicht? Bruder Simon wird dir gerne erklären, um was es bei uns geht. Willkommen, ja. Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag okay. doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Ich komme extrem seltsam vor. Die ganze Welt ist kaputt. Das habe ich auch gedacht, bis ich eine Möglichkeit fand, etwas zu bewegen, um mein Leben und das Leben aller zu verändern. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Mm. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Um was geht es in eurer Bewegung? Schön, dass du das fragst. Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Ja, bin ich. In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Hier entlang, Nächster. Oh, Willkommen. Eine ganz blöde Sekte, glaube ich. Hallo, Nächster. Hallo. Nicht so schüchtern. Komm. Macht mir Angst hier. Ich freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen,
um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Was erhalte ich denn als Gegenleistung für meinen Besitz? Du bist in altem Denken verhaftet. Du klammerst dich an dein altes Leben. Aber das sollst du hier aufgeben. Und der erste Schritt ist das Loslassen von materiellem Besitz. Hier, das ist alles, was ich habe. Oh, du wirst also wirklich... willkommen. Ein tapferer Schritt in eine glänzende Zukunft. Du bist jetzt offiziell eine Säule der Gemeinschaft. Also... Hier kommt Stufe 1. Wiederhole dieses Mantra, bis du es wirklich glaubst. Ich verdiene ein besseres Leben. Was da oben links jetzt alles abläuft. Es ist schon fast da. Sobald du es im tiefsten Innern glaubst, bist du bereit für Stufe 2. Dann werden dir großartige Dinge widerfahren. Ich verdiene ein besseres Leben. Es kommt. Es ist schon fast da. Das wär's, Nächster. Mach weiter und erzähl deinen Freunden von uns. Was zur Hölle? Ich hab keine Haarklammern. Ich hab keine Haarklammern mehr. Geil, ey. Was für ein sinnloser Scheiß. Naja, das war lustig. Er ist die Säulen der Gemeinschaft. Hallo, Nächster. Was haben die denn hier so in ihrem Lager? Nicht so schüchtern. Komm. Entlang, Nächster. Alles mitgenommen hier. Ich hoffe, du entscheidest dich, dein Leben zu ändern. Ich freue mich, willkommen. Immer neue Mitglieder willkommen zu heißen. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Ja, ich bin hier. Und jetzt sage ich dir, dass ich darauf keine keinen Bock habe. Ich beiße nicht. Los. Gucken, wie du dann reagierst. Ich freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und gib mir einfach alles. Du hältst mich sicher für einen Idioten. Aber du bist doch hergekommen, oder? Du hast zwei Möglichkeiten. Gib mir alles, was du hast. Oder wir nehmen es uns. Du glaubst doch nicht ernsthaft, ich gebe dir meine ganzen Sachen. Die Welt ist voller Idioten. Schau dich um. Jeder von ihnen hat all seinen Besitz abgegeben, um... Hoffnung zu erhalten. Klar, es ist eine falsche Hoffnung. Aber sie war es ihnen wert. Du kannst dir einreden, was du willst, aber du gehst hier entweder nackt oder in der Horizontalen raus. Deine Entscheidung. Was, wenn ich es mir anders überlegt habe und nicht mehr beitreten will? Tut mir leid, darüber sind wir schon hinaus. Du musst mir wirklich Geil. Ich werde jetzt gehen. Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. So funktioniert das nicht. So läuft das also. Was? Wieso macht die Tür auf? Weg mit ihr. Das hatten sie nicht versprochen. Was ist passiert? Na komm. Gut sein lassen und gehen können. Ja, hätte mich auch gehen lassen können. Huch, hä?
weil ich den Kopf geschossen habe. So. Oder Simon. Kronkorken, guck mal. Ich wusste doch gleich, dass das hier nichts ist. Gestreifter Anzug, ey. Was hat er hier? Ja, das war interessant. Irgendwie abzusehen. Dass sie nicht ganz koscher waren. Ich höre da hinten schon wieder Schüsse, aber ich muss da lang. Scheiße. Ich höre Zeug, das gar nicht da sein. Was ist das? Ich mir hänge deine Eingeweide um den Hals. Stresspart. So einen Scheiß auf mich. Warum? Oh ne, ich hab nach dem Dings nicht mehr gespeichert, ne? Jetzt muss ich nochmal gegen die kämpfen. Boah, ist das nervig jetzt. Scheiße. Diese blöde Stadt. Ach ja. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Also ich niete den aber jetzt schon um. Ich freue mich immer, neue das Mitglieder willkommen zu heißen. Was ist da gerade passiert? Hallo? Trifft nicht. Er ist eine Gefahr für die Gemeinschaft. Das gibt's doch nicht, ey. Geh über die Seite, ich beschäftige sie. Das ist ein Scheiß, ey. Das liebe ich ja. Nervig. Scheiße, ist gebrochen. So, was ist das? So, weg mit denen. Wieder in die Stadt oder was?
Zeit zum Sterben. Nee, lass das mal lieber. Ist da jemand anwesend? Du bist Scheiße. Ich greife feindliche Lebensform an. Sind Supermutanten Raider. Ich gehe einfach immer weiter. Hoffen, dass ich nicht direkt auf so eine Gruppe treffe. Da hoch weiß ich nicht. Ist das Geschütz, ey. Raider. Wird sicher lustig. Ach komm. Donny. Hast du es gesehen? Das große Auge im Wasser? Hallo. Ganz ruhig, Junge. Jetzt nochmal von vorn. Da ist ein Seeungeheuer im Hafen. Ich habe sein Auge aus dem Wasser schauen sehen. Hey, glaubst du, das Ding ist gefährlich? Es hat noch niemanden angegriffen, aber vielleicht lauert es nur. Wer weiß. Zur Sicherheit solltest du jedenfalls nicht zu ihm rausschwimmen. Ich wette, es ist hungrig, aber es wartet. Auf fette Beute. Jetzt, wo du da bist, wird es angreifen, um uns zu fressen. Aber du ziehst eine Knarre und schießt es tot. Und wir sind voller Blut und Eingeweide und so. Das wäre echt stark. Total. Du hast echt eine blühende Fantasie, Junge. Das ist keine Fantasie. Ehrlich nicht. Schau es dir doch selbst an. Direkt mal testen. Ja, radioaktiv, da müssen wir kurz mal durch. Frage ist, wo ist das? Was ist das denn? Suche das U-Boot. Hier ist wirklich ein U-Boot. Erstmal hingehen und fragen am besten.